So, wir kommen zurück in der Zone. Da draußen scheint sogar noch was Fertiges zu liegen, Artefakte. Ich mir schon gekocht hatte, gucke ich gleich mal. Wenn ihr das wissen, hat er einen Auftrag für mich. Und Elder Beats. Ne, Moment, die muss ich erstmal fertig machen. Das wird noch nichts, Kamerad. Hast du Specialized Equipment? But we may have a few items super fierce to requirement. Ja, genau. Sie hat vielleicht manches zu viel. Okay. Ja gut, was willst du denn eigentlich für deine Advanced Weapons haben? Für die Gauss Rifle. Drei Glas, du hast deinen Arsch offen, Junge. Vergiss es. I'm here for the job. Gravi. Done it. Aha, ich hab's nicht im Inventar wahrscheinlich. Sondern im Kasten. Ach ja, natürlich wieder dasselbe Problem. Man kann den Kasten nicht öffnen, weil man... bis gleich. Mit der Aufnahme kann man wieder keine Geräte benutzen. So. Ja, das Medusa hier, das brauche ich nicht. Das steckt man wieder rein. Die Quirk habe ich mit Absicht raus, weil ich möchte mir jetzt eigentlich gleich ein bisschen... Da ist ein Gravi. Habe ich nur eins? Okay, deswegen wollte ich wahrscheinlich warten. Lassen wir das... Hast du sonst noch irgendeinen Job? Nicht Buddy Suite, den habe ich ja sowieso, klar. Und I need a job. Controller. Handler für Controller, mache ich doch glatt. SEO. Jetzt mache ich damit wieder ein bisschen Geld mit den ganzen bescheuerten Hol- und Bringer-Aufträgen. Controller hier. Ja, gib mir das. Da möchte ich hier das Zeug natürlich noch ein bisschen ausdünnen und verkaufen. Was war noch? Irgendwas hatte ich noch im Kopf. Oh, ich sehe gerade, da draußen ist noch ein Versteck. Ich wollte eben jetzt hier mir zwei so Meat-Chunk machen. Weil ich mir da meine Rüstung reparieren wollte. Die andere, um dieses hässliche blaue Nachtsichtgerät loszuwerden, weil mir das so ein bisschen auf den Sack geht. Also dieses Digital, das ist irgendwie nichts. Also sorry. Boah, ist ja abartig. I'm here for the job. Controller, habe ich gemacht. Das habe ich gekriegt, 8000, naja, nicht schlecht. Und nochmal so eine Gulag und bla bla bla. Können wir verkaufen. Und die Scopes auch. Hast du sonst noch was? Part of Snork, na klar, mache ich. Aber was ich gern machen würde, wäre... Oh, geil. Hast denn du hier so? Ja, das sind ja immer noch Sachen, die ich glaube ich noch gar nicht habe unbedingt. Also erstmal, gibst du mir dafür relativ viel? 1300. Mal gucken, was die Freiheit bezahlt. Was gibst du mir dafür? 11.000. 18.000 ist es wert. Also das heißt, die Freunde geben knapp 60%. So, hä? Das heißt knapp, sie geben ungefähr 60%. So, wo ist denn jetzt die nicht modifizierte Gulag hier? Kannst du haben. Komm, nimm. Wobei ich vielleicht sogar beim Ding mehr kriegen würde bei Duty, aber ach, ich glaube es fast nicht. Interessant wäre auch noch die hier. Das ist im Prinzip, sieht das aus wie die... Wie hieß die früher in CS immer? Arctic Warfare? Die Sniper? Ich glaub's fast, ne? Aber was ich haben wollte, war wieder mein Controller-Hand. Weil so viel kriege ich davon nicht und gib mir etwas. Was haben wir hier noch? VSK, ich glaube, die habe ich auch noch nicht. Da hat man hier eine Kroza-Tanta. Ah, aber das ist die falsche. Ich hätte ja die OTS-Tanta. Aber die habe ich schon verkauft, glaube ich, weil die brauche ich ja nicht mehr. Sinnlos, wie ein Grob. Da ist sie. Ja, OTS-Tanta, weg damit. Ich glaube aber sogar im Ding heißt es wirklich Großer, aber na, ist ja auch scheißegal. Es ist ja da legal weg. Bitteschön. Warum ich das Exoskelett nicht raus habe, fragt mich was Leichteres. Warum ich den Duty Universal Protection noch dabei habe, fragt mich was Leichteres. Das ist der Seba von Duty im Prinzip. Sag mal, Seba-Anzug, habe ich den oder habe ich den nicht? Müsste ich aber haben. Im Stash daheim. Das ist die Pernach, ja, die wollte ich behalten. Warum ich einmal alles dabei haben muss, ich weiß es nicht. Es ist eine Krankheit von mir. Sie ist eine Krankheit, diese Seele. Na gut, was willst du? Snork. Also mal jetzt ein bisschen Geld. Ich versuche mal noch ein paar Artefakte zu kochen. Und dann rühre ich mich wieder. Bis gleich. Snork. Na Quatsch, Snork macht nicht Waldbohrs Huf. Wo ist denn der scheiß Snork? Ist da. Ach, was ich auch nicht kapiere. Auch in diese Config, ne? Wo ist sie drin? TBD3 Modder Script oder wie das Ding heißt, ne?
steht es drinnen, dass man nur 10 tragen kann. Auf einmal konnte ich hier 90 tragen von diesen Granaten. Warum das jetzt? Verstehe ich nicht. Ja, wir heben mal so 30 rum auf. Also das kapiere ich nicht. Naja. So. Bis gleich. Irgendwo ist da was schon wieder verquer. Ja. Huh, Alter. Jetzt habe ich mal gerade gestartet, weil ich bin genau richtig hier an der Springboard. Man sieht nichts. Hier irgendwie so, wenn ich ein Stück hochgehe, ne, also was da so schön flirrt, das ist genau das. Ja, Sprungbrett, ne? So heißt es ja genau. Das ist eben die, die einen nach oben katapultieren kann. Wenn man schnell genug rausspringt, ist ja alles okay. Aber ansonsten könnte es gefährlich werden. Ja, eine Elektro-Porcupine habe ich mir fertiggestellt. Aus der, Dick. Ah, what? Wie Chunk. Genau, die will ich haben. Weil dafür kann ich mir meine Rüstung jetzt reparieren beim Wirt. Also ich kann mir Reparaturkits kaufen, darum ging's. Gut. So, was wollte ich noch? Ich wollte gucken wegen dem Ding. Das war ja eine ganz normale Porcupine, ja. Hier habe ich eine Dick, oder Acidic. Ja, du weißt, ihr wisst, was ich meine. Dick wäre ja eher süchtig machende. Scheiße. Wo ist denn jetzt mein anderes Scheißding hier? Mein Elektro-Porcupine, die ich mir gerade hergestellt habe. Da ist sie. Was kann denn die Schönes? Die macht Electric Shock, ist klar. Radiation, Ausdauer und Telepathie-Widerstand. Und was macht die hier? Electric Shock, Radiation, Ausdauer, Chemical Burn. Auch nicht schlecht. Was macht die normale Porcupine? Nur Radioaktivitätsabbau. Davon minus 40. Was macht denn die Elektro? Okay, wir machen die Elektro rein. Und stattdessen die normale raus. Wie werden das? Hey! Dankeschön. So, das gefällt mir, glaube ich. Also Radioaktivitätsabbau habe ich jetzt ganz gut, ja. Ich bräuchte echt ein bisschen Elektroschock, obwohl... Ich habe 70% Widerstand. Was will ich denn eigentlich? Scheiß doch drauf, Mann. Ich denke, ich werde jetzt ein bisschen zur Freiheit gehen. Den Koch nochmal voll labern. Mal gucken, was die für mir für manche der NATO-Waffen bezahlen. Unter anderem eben auch für diese Uzi-Dinger hier. Weil die habe ich zu Hause im Stash. Für die RPG, das war natürlich sinnvoll. Die hätte ich ja woanders verkaufen können. Naja, geb ich noch dem Dingsbums, dem Petrenko. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei Lukas wieder. Wenn wir ihm mitteilen, dass ich mich ums Kull kümmern werde. Ne war. Bis gleich. Wollte der jetzt noch irgendwas? Ich glaube schon. Der wollte noch irgendwas Job haben. Ich habe mich aber jetzt erst um die Artefakte gekümmert. Hey! Oh. Jungs. Jetzt hatte ich mir gerade noch ein paar Grabis hergestellt. Die sind auch nicht schwierig. Und wollte ihm das geben. Habe ich auch gemacht. Alles kein Problem. Ach, Ghost Stalkers, du willst noch zurückhaben. Danke. Ich glaube, ich bin ein Idiot, weil ich glaube, bei ihm kriege ich für Gravi viel mehr Rüstungsparts. Jetzt habe ich die scheiß Meat-Chunks dafür genommen, ich Depperle. Ich hätte, glaube ich, 2 oder 3 Gravi. Mal schnell fragen. Specialized Equipment, Repair Kits, for Weapons and Armor. For Weapons hast du nichts. We don't stack arm. Elevator hast du. Ach so, sie haben Battery. Had a large box of complete repair kits. Informed our suppliers, but it's clear I can offer you 2 complete kits. Ja, for a Krabi. Each containing 8 repair units. So. Just 2 kits for such and available, also gib mir bitte 3. Okay, 3. Jawohl, that's better. Ich bin ein Idiot. Das ist viel billiger gewesen jetzt. Wobei Krabi ist gar nicht mal billiger eigentlich als das Meat Chunk. Ja. Egal, okay, danke, das war's. Hast du sonst noch was? Nee, jetzt ist Schluss. Ach, du wolltest eine Medusa. Medusa müsste ich aber genug haben im Inventar, in den Boxen. Ach, das geht ja wieder nicht. Oh mein Gott. Bis gleich. Oder schafft das? Jawohl.
Fraps mag diese Geräte nicht. Also wenn ich auf eine Kiste zugreife oder wenn ich Artefakte kochen will, das funktioniert immer nicht so richtig. Na? Ich glaube, ich muss echt die Aufnahme kurz unterbrechen. Das wird es nichts hier. Das ist grausam. So, mit Unterbrechung ging es natürlich dann sofort, ja. Toll. Ach shit, ich muss die noch in eine Fruit Punch schmeißen. Jetzt war die Frage, Fruit Punch habe ich nur gefunden unten in X18. Labor X18. Muss ich aber eh nochmal hin, weil ich glaube, da liegt auch noch eine, die am Kochen ist. Vom letzten Mal. Weil wir das wahrscheinlich machen. Und das müsste eine Medusa sein, ne? Ja. Jetzt habe ich es auch schon klappern gehört. Gott. Ja, dann werden wir das, glaube ich, machen. Hier. Ich bin für deinen Job hier. Medusa habe ich gemacht. Na toll. Wie viel ist die wert? Boah, wieso sind die so teuer? Die anderen Sachen waren gerade billiger. Strahlt wie Hulle, aber ist teuer. Naja, komm, gib her. Ich habe ja genug. Blöder Depperle, ey. Ja, ich habe jetzt innerhalb der letzten Stunde fast 200.000 Gewinn gemacht. Passt schon. Also gut. Dann gehen wir jetzt erstmal in die zur Freiheit. Machen ein bisschen unser Inventar leer. Also hopefully machen wir es leer. Ich denke, ich kenne mich. Vielleicht mache ich es sogar voll. Und kaufe noch irgendwelche schönen NATO-Waffen. Und dann sehen wir uns nochmal nach der Freiheit, denke ich, in Ding. Tatsächlich in X18. Weil direkt vor der Tür, wo dieser Bürger oder dieses Bürger-ähnliche Viech eigentlich wartet, wenn man das erste Mal reingeht, ist da nämlich eine Fruit Punch. Und da habe ich, glaube ich, auch schon was reingeschmissen. Und ich bilde mir ein, da kann ich jetzt auch noch was reinschmeißen. Na, mal gucken. Und wenn ich dann eine übrig habe, dann kriegt die Sacharow. Und dann hat er den nächsten Nervauftrag. Da weiß ich. Das wird nervig. Also gut, das heißt, wir gehen jetzt schnell ins Ding in... Ach so, außerdem kann ich mal meine Rüstung reparieren und so Scheiß. Wir gehen jetzt zu den Warehouses. So, jawohl. Reparieren wir das Ding erstmal. Bis gleich. Ach, das war ja das. Das sieht ein bisschen schwierig aus jetzt gerade, aber naja, gut. So, dann wollen wir mal in die Freiheitsbasis. Na? Zumindest wenn das Spiel hinkriegt. Okay. Ich habe eigentlich wieder jede Menge Quirks. Ich könnte glatt mal zum Sit gehen, könnte mir ein bisschen Wodka holen, dann könnte ich mit dem Idiot mal wieder ein bisschen saufen. Jetzt gucken wir erstmal schnell zu Mieser. Zum Quartiermeister. Finde ich lustig, du sagst ihm einmal, du musst mit ihm reden und er bleibt an der Seite stehen. Das ist eigentlich ganz praktisch, muss ich feststellen. Gibt es für dich noch einen Auftrag, den ich hatte oder was? Na, du Knaller! Was hast du sonst so? Der Artefakt, also wenn ich die Artefakte habe, dann das natürlich die Materialien, ist klar, oder die Gegenstände, die Güter, die was auch immer. Was hast denn du für Decent Weapons? FNP 90 für einen Goldfisch. Ich kann mir aber, soweit ich weiß, einen Goldfisch kochen, wenn ich später eine FNP 90 haben möchte. Wäre ja witzig. Das ist ich habe die immer in CS geliebt. Die rotzt die hülsenlose Munition in einer Geschwindigkeit raus, da kannst du nur mit den Ohren schlackern. Und die FN 2000 habe ich jetzt hier sowieso. Für 3 Seelen. Ein bisschen teuer. Okay, im Moment nicht, nö, danke. Aber, Kamerad, was hast du? Du hast gar nichts, du Penner. Farmers Prototyp bilde ich mir ein, habe ich schon. AK-108, denke ich auch. Heckler und Koch 416, okay. Also ich glaube, aber die habe ich alle schon. Also du hast nichts Vernünftiges. Du hättest hier ein Wind of Freedom, oder? Ja, das ist der leichte Anzug. Taugt nicht die Welt. Aber wäre ein Freiheitsanzug. Wobei ich überlegen bin, ich glaube, den habe ich auch schon. Ich muss mir das mal angucken. Also, was ich jetzt aber eigentlich bei dir wollte ist... Hä? Habe ich den Scheiß jetzt nicht verkauft? Ich wollte doch einen Trippelmist verkaufen. Ja, geil, bei dem kriege ich aber viel dafür. War eine gute Entscheidung, das nicht beim Sit zu verkaufen. Ha! Ich frage mich aber gerade. Na, hoffentlich habe ich die anderen Sachen wieder geholt. Weil
ich wollte mir bei Sid die Sachen, die ich ihm vertauscht habe, wiederholen. Nee, bei Sid war ich doch gar nicht mehr. Ich war doch bei... Habt es mir die zwei Knallköpfe gegeben? Die Wissenschaftler? Kann auch sein. Na, auf jeden Fall ist die viel wert. Das ist schon mal sweet. Ich glaube, bei Sid hätte ich nicht so viel gekriegt. So, was gibt's nur mehr dafür? Naja, dasselbe eigentlich wie alle anderen. Naja. Gut, aber er gibt mir dasselbe, obwohl er nicht mein Freund ist. Jetzt warte mal, wenn die Freiheit, wenn ich die vielleicht doch als Freund kriege sogar noch. Oder besseren Beziehung vielleicht, ja, cool. Vielleicht kriege ich da mehr als 1,3. Also jetzt kriege ich im Moment dasselbe, was mir der Petrenko als Freund geben würde. Na gut, nimm. Wie sieht es denn hier aus? Was gibt es mir dafür? Genau dasselbe Spiel. Ja, im Endeffekt gibt mir Petrenko dasselbe, weil er halt mein Freund ist. Und die geben mir das, weil es NATO-Waffen sind. Oder eher NATO-verwandt, sagen wir so. Ja, dafür wirst du mir nicht die Welt geben, oder? Gibst mir aber dasselbe, was mir Russen geben. Das ist ja interessant. Ich guck mal an, was mir Petrenko dafür gibt. Wie sieht's denn hier aus? Genau dasselbe. Nee. Moment. Da haben die Wissenschaftler, glaube ich, oder Petrenko, glaube ich, mehr gegeben. Dann gebe ich das Petrenko. Ja, es war Bordi. Schnauze, es war Bordi. Was haben wir hier? Benelli? Ja, komm, nimm. Ich glaube, die habe ich schon. Viel Spaß damit. Ich habe wieder die andere drin. Bilde ich mir ein. Mit dem anderen Nachtsichtgerät, mit dem weißen. Gefällt mir besser. Was haben wir hier? Glock 18. Aber alle ziemlich beschädigt, wa? Egal, aber das gibt gut Geld bei denen. Ah, die ist nicht beschädigt. 2-1. Dann nehmen wir noch die. Oder weniger beschädigt, sagen wir es so. Hey! Ja, passt schon. Für Pistolen 18.000 gewinnen, nicht schlecht. Jetzt habe ich 750.000. Ist das krank, ey? Also, mein Freund Mieser, Meiser, wie auch immer du heißt, das ist mir ja total scheißegal eigentlich. Ja, das müsste ich auch alles schon haben. Und das ist ein Zusatz, das habe ich auch schon. Oft genug. Ich habe, glaube ich, sogar noch eins im Inventar. Nur irgendwelche Pistolen? Nö. Ich habe viel zu viel Munition, viel zu viel Schrott dabei sowieso. Ja, wird so ähnlich bleiben. Ihr wisst ja, zonenmäßig und so, ne? Tschüss. Jetzt hat das Nachtsichtgerät auch noch ausgemacht. Aber warte mal, es wird sowieso gerade hell, oder? Wir gehen jetzt zum Koch noch. Das machen wir jetzt noch. Und dann heißt es erstmal, was hatte ich vor? Ach ja, X18. Da war ja was. Nee, ich muss auf die Straße. Der Koch ist da hinten irgendwo. Normalerweise zumindest. Ist der überhaupt hier drin? Moment, war der im anderen Gebäude? Ich weiß es nicht mehr. Doch, ich glaube hier, da hinten hockt er doch, oder? Das ist er doch. Der Koch. Hallo Koch. Ja, hier. Any vodka left? Did you found anything? Ja. Ja, also sie wurden kaputt gemacht, sodass ich sie kochen musste. Schmecken wie Scheiße. Also schmecken schlecht auf jeden Fall. Und meine Tasche ist... Tasche ist jetzt total versaut. Nee, Quatsch. Ich habe Spaß gemacht. Hier sind sie. Ach, und dafür kriege ich gleich den Bulldog. What? Oh no! Also eins habe ich kaputt gemacht. Naja, mach keinen Stress. Okay, ich habe es trotzdem gekriegt. Fein sie graue Ex. Ja gut, ciao. Blöd, Mann. Was wollte ich denn jetzt mit dem... Wieso habe ich denn das Scheißding jetzt nochmal? Ich habe es doch eh schon gehabt anscheinend. Ja, jetzt habe ich das wirklich. Was passiert denn, wenn ich sie mir... Na, ich kann sie mir gar nicht nochmal geben. Ja, das Ding ist sinnlos wie ein Kropf. Also ich brauche es nicht, es tut mir leid. Na gut, dann heißt es jetzt zu... Was ist denn da tot? Was ist was Totes? Hä? Was ist denn hier tot? Ach, das ist der Typ draußen, glaube ich, ne? Oh Gott! Danke! Ah ja, tatsächlich, ja. Der ist draußen. Das ist der direkt am Zaun ist. Und angeblich ist der ja ein Feind. Also, dass das als Feind angezeigt wird, gleich finde ich ein bisschen scheiße. Nee, von hier aus nicht. Ha, ist das bescheuert! Aber wenn ich draußen stehe, wird er als Feind... Ah, dieses Spiel, ne? Ah, naja. Man muss ja nicht alles verstehen. Also gut. Wir sehen uns gleich wieder. Hä? Eine Ratte hier? Egal. Wir sehen uns gleich wieder im Lab. X18. Aua!
Weil da kocht ja noch was vor sich hin, beziehungsweise müsste fertig sein. Naja, wir werden sehen. Ich hoffe, dass es klappt. Bis gleich. Ich sehe, dass er mal angreift. Lebt der Panzer hier? Feuert der? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Also leben wäre zu viel gesagt, ist er aktiv, so rum. Lebt der Panzer? Ja, na klar, logisch. Ist ein Mutantenpanzer oder so. Na, freilich. Oh, da ist ein... Ist ein Viech ins Minenfeld gelaufen oder ein blöder Mensch? Scheint mir ein blöder Mensch zu sein. Ja, du hast keine Sorgen, oder? Oh, legst dich einfach mal hin ins Minenfeld. Sonst bist du noch ganz frisch, oder? Mein Gott, das ist so ein Batscher. So, okay. Auf jeden Fall sind tausendfach Ratten jetzt drin. Das steht schon mal fest. Ach, die waren oben. Hier strahlt. Hier höre ich was. Ah, wo sind sie? Das ist halt die Frage. Ja, da war ja hier die... Wo ging es jetzt wieder durch? Das wird mir sogar schon angezeigt, das fertige Produkt. Hier ist ein Ratten. Ja, von wo kommen sie? Ach, da unten werden die sein. Sind's Islam? Ja, das klingt mir nach Islam. Gut, das sind ja Nahkämpfer, das sind ja an sich nicht schlimm. Ich sehe gerade kein tiefrotes, also ist schon mal kein Blutsauger oder sowas da. Ich höre immer näher. Okay. Die Viecher gehen mir ein bisschen auf den Sack. Aber selbst wenn sie einen treffen, sind sie halt nichts weiter als nervig. Das ist halt das Blöde. Ich weiß noch nicht, ob nicht sogar neue Zombies da sind. Ich sehe keinen. Oh, aber irgendwas randaliert. Also könnte es sein, dass noch ein neuer Poltergeist da ist. Ja, so gut. Kommst du jetzt her? Oh. Arschloch. Ja, ich höre es knistern. Da drin ist noch ein Poltergeist. Oh! Da kommt der nächste Islam. So, okay, dann haben wir es so langsam. So, und da hinten wird mein Wirt schon angezeigt, mein Artefakt. Weswegen ich eigentlich hier bin. Was war es denn überhaupt Schönes? Oh oh! Hä, nee, das ist ja was ganz was anderes. Ich habe gar nicht das gemacht, was ich... Latscht die Ratte jetzt ernsthaft da rein? Ist die so blöd? Mein Gott, bist du behämmert. Komm, ich erlöse dich von deiner Dummheit. Ach, ein Symbion habe ich hergestellt. Woraus stelle ich denn das her? Was war denn das Schönes? Ist das überhaupt eine Fruit Punch? Ich glaube aber schon.
Oh oh. Ja, okay, hat nicht aus. Okay, nicht weiter ran. Jetzt versuche ich mal kurz, ob ich schon. Ach so. Ja, wir sehen uns gleich. Das geht ja wieder nicht so. Das wieder auf. Okay. Was hätten wir hier? Chimera Tears, ne? Wäre auch eine Idee. Titan Colorbock. Oder ist es der Diamant schon? Woraus mache ich einen Symbion? Droplet und Thorn. Scheiße! Hätte ich es mal mitgenommen. Darf man gleich nochmal rein hier, weil... Das ist ja cool, Mann, was ich hier machen kann. Da könnte ich dann nochmal aus der Elektro... Acidic, so muss man ja sagen. Nicht, ich sage immer Addictic, Acidic. Also säurehaltig oder so. Dog's Tail. Ich könnte mir aus ganz einfachen Gegenständen... Ja gut, das brauche ich aber nicht unbedingt. Nee, das war's. Okay, ein Moonshine-Dummy bräuchte ich. Was haben wir hier? Das ist das erste. Nightstown Urchin. Naja, das ist die Vorstufe vom Colobock. Aber das ist ja auch Unsinn. Da ist es besser. Ich finde sowas. Ein Goldfisch wäre noch eine Idee. Woraus stelle ich den her? Oh, das ist ja einfach. Eigentlich. Und billige Materialien. Gravi kann ich mir auch relativ schnell wiederholen. Jo, geht schon. Jetzt wäre aber interessant eigentlich noch das da. Ja. Ich glaube, das machen wir auch. Dann haben wir eben das... Ja, ja, es ist eine Fruit Punch, passt schon. Dann haben wir nämlich die Grandmother's Beats und dann fehlt mir nur noch die Stufe Elder Beats. Jetzt dauert es leider 3 Stunden, Pech gehabt. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal los. Da porte ich mich aber jetzt, ist mir zu blöd, ehrlich gesagt. Ich könnte mir eine Chimera Tears machen. Lohnt sich das? Oder sind es noch gar nicht die Chimera? Also das sind Elektro, das sind Fire. Was machen die Fire Tier? Kurz gucken hier. Radiation minus 20. Ich habe sowieso ganz guten Radioaktivitätsabbau mittlerweile, weil hier habe ich minus 15. Ich habe noch irgendwie die Porcupine natürlich minus 50. Hier minus 55. Ja, okay, scheiß drauf. Notfalls könnte ich auf die Fire Tiers verzichten. Also los. Jetzt muss ich natürlich wieder... So, ich meine natürlich, ich muss wieder das Gerät beenden kurz. Wie, ich kann noch eins machen? Ne, ich habe keine Mother's Beats, genau. Glass Beats habe ich noch im Inventar. Warum habe ich die nicht gleich... Oh, ich bin so doof. In der Brenner-Anomalie macht man die zu den Mother's Beats, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Na gut, also gib mir mal die Chimera hier. Das müssten Chimera-Tiers sein. So. Aus super einfachen Sachen könnte ich mir hier Quirk herstellen ohne Ende. Auch gut. Na hopp. Dann holen wir uns ein paar Sachen hier. Ein paar Hundeschwänze, ein paar Toscano-Köpfe, machen uns ein paar Quirks. Und für Symbion, das ist auch nicht schwierig. Das war nichts weiter Kompliziertes, ne? Medusa, Steinblut, Droplet, also ein Tropfen. Und Thorn müsste ich haben, wenn nicht, kann ich mir ein Droplet herstellen. Wir sehen uns gleich wieder. Hier unten. Sweet. Da muss er nochmal raus. Es hilft ja alles, nichts. Hin und her und hin und her. Dafür kriege ich hier ein paar schöne Sachen. Was soll's. Ich höre hier, aber ich habe hier doch irgendwo noch einen Poltergeist gehört. Wo ist denn der? Ach, bis ich den finde, das ist mir auch zu blöd. Das muss gut sein. Ja, hier randaliert was. Hier scheppert was. Oder bin ich das, der hier rumscheppert? Aber hier ist doch kein Fass, was ich hier rumschmeißen kann. Kapiere ich nicht. Okay, also wenn der Abstand zu kurz ist zwischen zwei Besuchen, kommt nichts Neues. Das steht schon mal fest. Gut. Ja, ihr werdet euch bestimmt schon Ast ablachen, weil es irgendwo eine viel leichter zu erreichende Fruit Punch gäbe. Naja, okay, ich nehme halt die. Ich glaube, die ist auch relativ stationär und die verändert sich auch nicht. Weil, sagen wir mal, 50% der Anomalien in der Zone verändern sich ja. Die verschwindet mal, wandert weiter oder sonst irgendwas, ne? Also, wissen wir ja. Die hier ist aber, glaube ich, relativ fest. So, ich habe mir jetzt einiges geholt. Werde mir ein paar Quirks machen, einfach damit ich... Willst du streiten oder nicht? Einfach damit ich ein bisschen mit Sid noch handeln kann. Hol mir ein bisschen mehr Wodka. Geh dafür vielleicht mal wieder Anzüge kaufen oder... Mit irgendjemandem handeln oder keine Ahnung was. Mach mir jetzt auf jeden Fall so ein Symbion noch.
Wenn ich jetzt alles dabei habe, dafür bin mir nicht ganz sicher. Und dann lassen wir es aber auch gleich gut sein. So, so Moment. Okay, dann würde ich sagen, das ist hier so jetzt ein bisschen eine Folge von wegen High-Tier das und das machen. Ja genau, davon habe ich nämlich ein bisschen was, dauert nur 5 Minuten. 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt könnte ich natürlich wirklich mal den Diamond Kohlebock oder den, welcher ist es? Diamond oder der Titan? Ich denke, das müsste der Diamond Kohlebock sein. Ich kann überlegen, brauche ich den? Bringt der was? Was macht der, den ich jetzt habe? Das werde ich dann gleich vergleichen, aber das machen wir dann. Ja, nochmal Chimera-Tiers, nein. Eine lasse ich mal als Fire-Tiers. Ein Feuerball ist sinnlos. Könnte ich auch nicht, habe mich keinen Quirk. Achso, hätte ich aber gleich. Ja, Doan musste ich mir ein paar herstellen, um die Droplets herzukriegen. Ist auch schon wieder weg, weil die Droplets brauche ich jetzt hier. Habe ich die Doan vergessen? Habe ich sie noch nicht mitgenommen? Och, leck mich doch am Arsch, Mann. Scheiße. Ja, da ist so viel dazu. Wenn man irgendwo was kocht und vergisst dann vielleicht das Gekochte mitzunehmen. Naja, schön. So viel dazu. Ich sag danke. Oh, das ist fertig geworden. Ich sag danke fürs Zuschauen. Aua. Ja, danke fürs Zuschauen. Ui, gib mir das. Gerne Like oder Kommentar. Nicht zu lange hier drin liegen lassen, sonst geht's kaputt. Ist ein bisschen jetzt hier High-Tier an Artefakte herstellen, das Symbiont-Ding eben. Eins davon habe ich brauche das aber nochmal für mich selbst, weil eins muss ich einem Barkeeper geben. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Für irgendwas war das. Das ist irgendwie wieder diese ganzen Collector-Quest-Reihe, ne? Die hat ja mit der eigentlichen Stalker nichts zu tun, aber sie dient eben für all möglichen anderen Scheiß. Ich weiß nicht mehr, was Symbiont war. Irgendwas kriege ich dafür. Gut. Danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Ich suche jetzt mal, wo ich das Dorn liegen gelassen habe, ich einen Norsenbär. Damit ich mir vielleicht das Symbiont für mich nochmal herstellen kann. Ich kriege ja hier raus auch noch einen Grandmother's Beats. Die ist ja noch hier am Vorbereiten. Müsste in einer Stunde sowas fertig sein. Oder vielleicht sogar vielleicht dauert es eineinhalb. Ne, ich glaube nur eine. In einer Stunde müsste es fertig sein. Um 8 herum. Ja. Zwischen 7 und 8. Das muss dann in eine Whirlgig. Was sind wieder Whirlgigs? Das ist doch das zum Beispiel, was an der Müllhalde ist, wo es das Schwein reinfetzt, wo Sid was dazu sagt. Aufpassen, Magmon. Ja, ist doch so. Ja, ich glaube. Also, bis dann. Im nächsten Part dann endlich Elderbeats fertigstellen, hoffe ich. Und ich glaube, eine müsste ich ja sogar schon haben von den Grandmother's Beats. Hab ich so gedacht. Nö. Nö, hab ich nicht. Shit. Ja, meine Droplets habe ich aber mal. Wo habe ich denn die Dorn liegen lassen? Na, ist ja egal. Also, wir sehen uns im nächsten Part dann endgültig, wenn ich hier so Elder Beats einmal für mich habe. Also, das bleibt ja dann meins und eins gebe ich dann eben an Sacharow. An die Sacharose. Und dann werden wir mit der Freiheit Skull ausräuchern. Und danach wahrscheinlich zurück in den ATP. Mit einer Panzerbüchse und Scharfschützengewehren. Und versuchen, des Militärs Herr zu werden. Das wird witzig. Bis denn. Wo habe ich denn jetzt? Ich hatte doch aber schon so ein Scheißding.